ungefähr taucht auf unserer Facebook-Wand eine Meldung auf, die uns darauf hinwies, dass in der Ukraine Hunde getötet werden, Straßenhunde getötet werden. Und da war die Aufforderung mit dabei, dass wir als Sponsoren eben doch dafür sorgen sollten, dass das nicht geschieht. Okay, habe ich den Post gelesen und gesagt, gut, was ist da los? Und haben dann am nächsten Tag mal darauf reagiert. Erstmal so, das war eine klassische PR-Nummer eigentlich, da haben wir ein PR-Statement abgegeben nach dem Motto, kann ja vielleicht sein, dass dort Hunde getötet werden in der Ukraine, aber es ist nicht bekannt offiziell. Und zum anderen wären wir dann auch der falsche Empfänger, also wendet euch doch bitte dann an die Ukraine. War vielleicht dann an der Stelle nicht der bekannteste Post. Aber, das war halt wirklich erstmal so ein, nach dem, würde ich sagen, schnell reagieren, war halt schon mal so ein bisschen die erste Reaktion eben. Wir haben dann aber einen Tag später, also am 17., nochmal 15.11. fing es an, 16. der erste Post, am 17. der zweite Post, da haben wir gesagt, wir haben mit der UEFA gesprochen und auch die UEFA sagt uns, dass sie, also die UEFA, nicht das veranlasst hat. Das ist weder wir als Sponsor noch die UEFA als Organisation hat das veranlasst. Okay, die Konklusion, wendet euch an die Ukraine, ist immerhin noch enthalten in dem Post, intensiv zumindest. Okay. Ja, jetzt habe ich ein nettes Chart gebastelt, so gestern habe ich noch viele schöne Charts gemacht, aber das PDF ist ja, wir müssen noch online schauen, da ist glaube ich das PDF habe ich geschickt für den Online-Stream. Also die draußen sehen denn die Präsentation, sie da nicht, tut mir echt leid. Also das Bild, das ich jetzt habe, Sie müssen sich vorstellen, eine Tüte Erdnussbrocken, ja? Mir und Fernseher und mich auf dem Sofa. War Sonntagabend, 20:15 Uhr, Tatortzeit. Ja? So. Sitze ich also vom Fernseher, wollte in Ruhe Tatort schauen und tja, kam aber anders, denn ich habe nebenher, haben wir schon gesprochen, Second Device, hatte ich also 2011 schon mein Second Device, weil ihr ja wusstet, das ist ein Shitstorm, da haben wir natürlich immer regelmäßig mal geguckt. Und Wochenende ist bekannt, eben genau das Thema, dass Sie das gerne aussuchen und in der Tat, so pünktlich zur Tagesschau, ging es dann los auf unserer Facebook-Wand. Tauchten auf einmal jede Menge unschöne Bilder auf und unzählige Posts auf der Seite auf. Wir haben in Summe so zwischen 20 und 22 Uhr, einem Sonntagabend, über 1000 Posts bekommen. Und das Anführungszeichen gemeint für uns war nicht nur so als Post auf der Wall, sondern wir haben alles zugespammt. Die Kommentare, die Bilder, weil wir uns selber frei, wir haben die nicht geblockt. Das soll ja eine interaktive Seite sein, Facebook, Social Media. Das heißt, innerhalb von 2 Stunden war unsere komplette Facebook-Seite voll mit blutenden, sterbenden Hunden. Jo. Da habe ich dann mein Bier weggestellt, die Erdnusslocken auch, und habe dann erstmal mit unserer PR telefoniert, weil, da kann ich nur zustimmen, wir hatten jetzt auch zwar Krisen-PR konnte ich natürlich als großes Unternehmen, aber für den Fall Social Media und sowas in der Art natürlich nicht ein Planungsstrahl. Aber ich habe zumindest die Telefonnummer von meinem PR-Kollegen gehabt, weil ich arbeite im Marketing und nicht in PR. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, pass auf, Tatort ist halt nicht. Ich brauche mal Hilfe bezogen auf Kommunikation, weil ich, und noch ein Tipp schon mal an der Stelle, Krisen-PR oder so ein Social Storm, für den schönen Social Storm, werde ich auch in Zukunft sagen, so ein Social Storm, das ist Krisen-PR. Und das sollte, jetzt nichts gegen jetzt nicht auch die Studenten hier, das sollte man nicht einen Studenten reinsetzen im ersten Semester und da antworten lassen, sondern das bedarf wirklich einem strategischen Vorgehen, wie gehe ich jetzt mit sowas um. Wir saßen halt einfach Sonntagabend mit einer Seite voll mit blutenden, toten Hunden und man muss sagen, was tun wir denn jetzt? Wir haben gesagt, okay, was machen wir? Wir können jetzt Sonntagabend nicht viel machen, wir gewinnen Zeit und haben dann einen Post gemacht. Ich lese es mal vor, nachdem ich euch zeigen kann. Hallo, nochmals an alle, die hier zum Thema Sponsoring, Ukraine und Tierschutz posten. Wir haben das Anliegen bereits vor einigen Tagen vernommen und haben die UEFA bereits mehrfach kontaktiert, ebenso andere Sponsoren. Und, was eben dann auch neu war, wir haben die Zusage der Regierung der Ukraine zur Kenntnis genommen, dass das bisherige Vorgehen gestoppt wird. Wir gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine ihre Zusagen einhalten wird. Also,
Was wir dann schon angebaut haben, das wollten wir eigentlich gar nicht so aktiv posten. Wir hatten dann schon eine Information bekommen, dass die UEFA natürlich gesprochen hat mit der Ukraine und die sagt, nee, das ist wichtig, also wir hatten das mal veranlasst, das Thema. Aber das war ein ganz anderer Punkt, das ist auch mal ein Thema Verständnis. Sie hatten das für Markenrechte angeschrieben, hier müssen wir mal das zur Ukraine sagen. Straßenhunde in der Ukraine haben oft Tollwut. Das ist so. Und ich glaube, wenn es hier in Deutschland oder in Convention Camp ein Tollwut über Hund rumlaufen würde, dann würde ihn hier ein Mensch auch Angst bekommen. Und da hat er eben auch gesagt, die Ukraine bei der bei dem Thema Sicherheit und UEFA und EM, wir müssen irgendwas tun, um die Sicherheit zu erhöhen und das Problem in den Straßen will etwas eindämmen. Und dadurch, das war sozusagen ein Auslöser im Thema, es ging um Sicherheit. Aber okay, nachdem die Protestwelle kam, kam dann das Feedback, wie gesagt, davon, dass es nicht mehr getan wird. Das mussten wir an der Stelle auch als Information erstmal nehmen oder hinnehmen an der Stelle. Okay. Also wir haben so schnell reagiert, den Sachverhalt dargestellt und dieses, weil das auch einiges Positives angebracht oder auf unserer Seite, auf der Facebook-Seite, also auch in der Presse, wurde unsere schnelle Reaktion als positiv und gut angenommen, vor allem wir auch immer das Gefühl haben, sachlich an der Stelle zu bleiben. Gut, nachdem das jetzt massiv wurde, haben wir mal geguckt, wer steckt eigentlich dahinter. Also wer war eigentlich derjenige, der das Ganze ausgelöst hat, denn was aufgefallen ist, sowohl die Bilder, die gepostet wurden, als auch die Texte, waren sämtlich vorgefertigt. Also ich will niemandem nahe treten, wenn wir sagen, 90-95% der Posts waren vorgefertigte Bilder und Texte, die einfach kopiert und reingepastet werden konnten. Deswegen ist das Ding auch so schnell so groß geworden. Stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt im November eine Demo in Hannover organisieren. Ja, es regnet draußen, es ist abends. Ja, Sie müssen Ihre Plakate malen, müssen aufstehen, müssen raus, dahin fahren, zum Opernplatz demonstrieren. Das ist ziemlich aufwendig, anstrengend, macht nun ja keinen Bock. Hier virtuell demonstrieren ist super easy. Ich gehe auf die Webseite, kopiere mir das Bild, die haben auch dort E-Mail-Adressen hinterlegt, die Webseiten der Sponsoren, das heißt, ich musste gar nichts tun. Kopiere mir das Bild, rufe einen Link auf, poste rein, schicke es ab, fertig ist meine Demo und ich kann weiter Tatort schauen, sozusagen, an der Stelle. Und das ist natürlich, das erzeugt die Dynamik und das ist eigentlich die Gefahr von Social Storm im Vergleich zur realen Welt, wo eine Demonstration und ein Aufruhr schwierig zu erzeugen ist, geht das hier super easy, weil das Involvement der einzelnen Leute relativ niedrig ist. Und bei so einem emotionalen Thema wie Hunde natürlich auch sehr viele bereit sind, dann damit zu machen, für einen niedrigen Preis. Und natürlich macht sie dann auch keine Mühe, dahinter zu gucken, was ist eigentlich dahinter, sondern sagt einfach, oh, wenn ich doof oder Hunde getötet, ich demonstriere mal dagegen. Ja, und will sich auch gar nicht intensiv damit beschäftigen. Und das war eben so ein Punkt. Und die Seite, die hieß dann Stop Killing Dogs, Euro 2012 in der Ukraine, ist innerhalb von weniger Tagen, wir haben am Anfang mal geguckt, von 3000 Fans hochgeschaltet als 80.000 Fans. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn die ihre 80.000 Fans mal aufrufen. Das wird dann auch strategisch gemacht. Ich habe dahinter herausgefunden, die hatten einen Termin eingestellt. Ihr kennt auch Facebook, ne? Mach einen Termin. Steht dann einfach drauf, Sonntagabend, 20 Uhr, bitte hier virtuelle Demo. So, und das, da kann man ja teilnehmen bei so einer Aktion auch. Und genau das ist eben passiert. Die haben auch so eine Welle angemacht oder angestoßen. Und entsprechend wurde dann viel bei allen Sponsoren gepostet. Haben wir weitergemacht und ich zitiere mal den Spiegel und ich selber hier im Beruf zu sagen, wer steckt dahinter? Spiegel Online hat damals geschrieben, die Facebook-Seite scheint von einem Aktivisten aus Österreich betrieben zu werden, die Webseite von einer Berlinerin, beide handeln anscheinend als Privatpersonen. Auffällig ist jedoch, dass die Facebook-Seite regelmäßig und sehr prominent auf die Website eines Wiener Online-Händlers verwiesen wird. Der Laden heißt Shoppen für den Tierschutz. Und ich habe das einfach gefreut, und gegen Ende, als dann die Euro lief und dass der Wirbel vorbei war, 90% der Posts war wirklich Shoppen für den Tierschutz. Kauft einen Teddyhund und 1 Euro wird gespendet und so weiter. Also man könnte versucht sein zu sagen, das war eine geniale Online-Marketing-Aktion von einem Online-Shop. Also wie zum Thema tschechischer Abnahmeverein, bei uns war das wohl ein österreichischer Online-Shop als Initiator. Das heißt auch, dass man auch gucken muss, wie gehe ich denn damit. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die wir auch als Unternehmen haben, das möchte ich auch mal allen in den Raum geben, die hier sind, als Privatperson oder vielleicht als Blogger oder als Organisator. Es ist natürlich auch extrem schwer,
zu sehen auf Anhieb, wer steckt dahinter, was ist die Motivation. Wenn, wie bei Ihnen, ein Verbraucher was schreibt, oder ich habe mir beschwert, ich habe ein echtes Anliegen, ein Menschenanliegen hat, dann kann ich da auch individuell darauf eingehen und kann versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn aber einer mich angreift mit dem Ziel, ich will Geld haben, ja, oder ich möchte einfach nur Fangruppen mobilisieren, die spenden für mich, oder ich möchte hier einen Antrag zu promoten, dann wird es auch schwierig, darauf zu reagieren. Und das ist genau die Gratwanderung. Man hat, man will dem Einzelnen gerecht werden, muss sich aber trotzdem schützen, um nicht in irgendeiner Form missbraucht zu werden. Und das ist so ein bisschen die Gratwanderung, bei der man da steht. Okay, wir haben dann nochmal das Thema weitergepostet und auch offizielle Statements der UEFA und nochmal sämtliche Versicherungen, dass eben diese Tiermorde nicht mehr stattfinden. Das war das eine, was wir noch gemacht haben in der Folgezeit und in der Folgewoche. Und haben dann auch Folgendes getan. Es gibt ja das ungeschriebene Gesetz bei Social Media und auch bei Facebook speziell und Twitter und so, man soll keine Posts löschen. Das ist richtig und das sollte man auch nicht tun, einfach so. Hatten wir jetzt beispielsweise jeder belgische Facebook-Betreiber, da kriegen Sie Probleme, wenn der einfach kritische Posts löscht. Das sollte man in der Tat nicht tun. Wenn aber, andererseits, auch im privaten Bereich, Sie sind nicht verpflichtet, Spam zu akzeptieren. Deswegen haben wir dann auch unsere Facebook-Seiten geschrieben, liebe Leute, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht und wir haben offizielle Statements von UEFA gegeben, dass das Thema erledigt ist. Erstens. Zweitens, es wurde ausgiebig diskutiert. Und drittens, möchten wir einfach keinen Spam haben, weil wir hier auch mit unseren Kunden über andere Dinge kommunizieren möchten. Ergo werden wir in Folge sämtliche Beiträge zu dem Thema löschen aktiv, beziehungsweise auf jeden Fall diese, die eindeutige Copy-and-Paste-Posts sind. Das haben wir klar geschrieben, klar kommuniziert. Und ab dem Tag, nachdem wir das kommuniziert haben, haben wir dann auch konsequent sämtliche Posts zu dem Thema gelöscht, weil es war nach wie vor 90-95% waren Spam. Die paar Posts, die kamen, die nicht vorgefertigt waren, die haben wir stehen lassen trotzdem. Und dadurch, dass wir haben dann doch die Mehrheit unserer Kunden, derer, die auf Facebook gehen, die Mehrheit der Leute unseren Standpunkt verstanden. Auch die offiziellen Medien haben sie gesagt, schaut rüber. Also das ist ja mal in den Online-Bereich noch angekommen. Einige Online-Medien wie Spiegel Online, die sind da wohl auch immer sehr schnell dabei, haben es aufgegriffen. Es hat es aber nicht in den Print-Medien reingeschafft. Und damit auch und es wurde eben auch kritisch gesehen. Also zum Beispiel Spiegel hat ja kritisch auch kommentiert, der steckt dahinter und so weiter. Das heißt, wir haben da auch das Glück gehabt, dass dann unsere Argumentation von vielen geteilt wurde. Und damit ist dann diese Sache für uns gut ausgegangen, das heißt, der Shitstorm oder Social Storm ist langsam abgeebbt und wir hatten dann eine schöne Euro in der Ukraine und in Polen. Ja, schön ist der Frage Standpunkt, das deutsche Nationalmannschaft dann nicht ganz so schön, aber zumindest das Event. Wir hatten auch ein bisschen Angst, dass nochmal groß ein Event das passiert. Weil auch nochmal Punkt passiert offline was, passiert in Demos oder irgendwie. Auch die UEFA hat natürlich ihre Sorge gehabt, dass dann nochmal vor Ort irgendwas passiert. Aber das wäre ja mit Aufwand verbunden, da hätte man ja wirklich physikalisch irgendwo hingehen müssen, Plakate malen und so. Also wenn es bei diesem virtuellen Protest geblieben, der dann eben auch abgeebbt ist. Was haben wir daraus gelernt? Ähnlich, dass es Sie auch gemacht haben. Also wir brauchen auch einen Plan für das Thema. Und auch Ressourcen ist ein Thema. Also Monitoring haben Sie angesprochen. Und auch PR-Leute, die erreichbar sind. Ja? Weil das eine Thema, ich erkenne, es ist ein Problem, aber dann muss auch irgendjemand reagieren. Und dann eben auch die ganzen Definitionen und Prozesse, wie reagiere ich? Wer darf denn dann was sagen? Wer macht dann diese Posts, die entscheidenden? Also alles, was in der Post auch ganz so wichtig ist. Wen muss ich vielleicht fragen? Wer muss vielleicht irgendwelche Dinge noch abnehmen oder sowas? Hängt dann auch davon ab, wo liegt das Problem? Das war jetzt hier ein Problem, was aus einer ganz anderen Ecke kam, was mit unseren Produkten da nichts zu tun hat. Und dann haben wir auch festgestellt, klar, so ein Thema behandeln andere Personen, andere Fachleute, als wenn ich vielleicht ein Produktproblem habe. Ja, wenn es ein Problem mit Produkt gibt, muss ich dann auch Produktmanagement involvieren, um dann vielleicht andere Aussagen treffen zu können, fundiertere Aussagen treffen zu können. Das heißt, wir haben uns jetzt basierend auf dem Thema auch nochmal das Thema Social Media aufgesetzt oder hingesetzt und aufgeschrieben und definiert, wie müssen wir eigentlich in einem Krisenfall damit umgehen, denn das ist ein Learning, wer in Social Media ist, und das ist eigentlich jeder, ich habe auch schon gesagt, man wird gemacht, die Marke auch, dass egal, ob ich nun aktiv eine Facebook-Seite habe, aktiv einen Blog habe oder nicht,
ich muss mich, zumindest als großes Unternehmen, heute darauf einstellen, dass mir irgendwann mal ein Shitstorm vor die Füße fällt. Und dann muss ich darauf eingestellt sein. In meiner Präsentation, die ich jetzt leider nicht zeigen konnte, ist noch ein Link drin, da hat Herr Bernd Billig ein schönes Ablaufdiagramm gemacht. Das kann man mal als ersten auf Stadt sich angucken, wie so ein Ablauf aussieht und sich daran Gedanken machen. Da besteht also Fragen wie, ist das Anliegen gerechtfertigt zum Beispiel, also auf dem Umgehen rauszukriegen, was will er eigentlich, was ist da eigentlich, worum geht es da eigentlich? Ist die Anschuldigung gerechtfertigt, wie wir eben? Ist es wirklich gerechtfertigt, dass er ihn jetzt angreift oder steht da was anderes dahinter? Und in so einem Ablauf, Diagramm, kann man dann sich selber für sein Unternehmen das optimieren und sagen, okay, wie muss ich denn da vorgehen, damit ich da richtig reagiere? Und insofern haben wir da unsere Erfahrungen gemacht, Erfahrungen gesammelt. Wir sind gut daraus hervorgegangen und mussten aber auch, so wie Jack Wolfskin, unsere Organisation und Prozesse anpassen, damit wir in Zukunft etwas stressfreier mit dem Thema umgehen können, wenn dann mal wieder sowas auf uns zukommt.